Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Milo TV. Ja, wir sind dabei, World of Warcraft zu spielen. Ja. Ja, ganz genau. Und ich habe mir jetzt mal einen Timer gestellt, damit ich mal ein bisschen etwas genauer sehen kann. Hier, so vom Wegen, ne? Und so. Was ist denn hier los? Geht das nicht? Unkontrollierter Wucher? Nein. Lasst mich in Ruhe. Nee, auf jeden Fall, okay. Okay. No problem. Töten wir sie. Ja, wir haben. Ja, ich weiß auch nicht, was ich gerade sagen soll. Ich bin heute so ideenlos. Das ist schlimm. Also, im vorherigen Part musste ich mir ja schon etwas mehr anstrengen, vernünftige Themen zu finden, über die man reden kann. Ich weiß nicht, heute ist aber ein Wurm drin in dem Ganzen. So. Ach komm, als was laufen wir hier einfach entlang. Ja! Ich hasse diese Stelle im Brachland. Die ist so nervtötend. Ich bin ein Auswuchs. Woher komme ich nur? So, und dann wollen wir noch irgendwas beobachten. Ach so, ich glaube, ich muss das da hinwerfen. Ja, jetzt magst du mich auf einmal wieder, ne? Haha, war klar. Wow! Das Hühnchen ist gerade explodiert. Explodierst du auch? Oh oh. Der war aber richtig stinkig, du. Cool, der war jetzt wieder normal. Und der? Ist gerade explodiert. Und was passiert mit dem? Wird er jetzt wieder wütend? Yay! Wir haben drei Tiere gerettet und... Nee, doch. Doch, wir haben drei Tiere gerettet. Und drei mussten wir leider Gottes töten. Sind wir nicht treuherzig und gutherzig und lieb? Nein, sind wir nicht. Elun sei mit euch. Und damit werden wir 35 da. Jetzt bin ich gerade mal am gucken. Wir müssen hier noch eine Quest machen. Albtraum. Ach, das ist eine Albtraumnarbe. Jetzt weiß ich, warum es hier immer lore-technisch so Banane war. Okay, Albtraum oder so. Ich bin geehrt. Was ist das denn? Oh mein Gott. Eins, zwei. Ich nu Allah. Ja, wir haben eine Albtraumnarbe besiegt. Babam. So. Mögen euch die Sterne leiten. Ja, dann, ne? Haut rein, Digga. Langsamer Fall haben wir jetzt auch. Wir können jetzt auch von höheren Positionen aus runterspringen. Ah!
Nein, lass mich in Ruhe. Oh nein, es verfolgt mich, oh nein, es verfolgt mich, oh nein, es verfolgt mich, oh nein, es verfolgt mich. Lauf weg! Geh weg! Geh weg! Ha! Wah, eine Hyäne. Alter, warum verfolgt er mich immer noch? Oh nein, geh weg. Oh nein, geh weg. Oh, gut. Warum kämpfen hier Leute gegeneinander? War das nicht eigentlich so gewesen, dass die Schweinemenschen hier eigentlich ihre Ruhe hatten? War da vorne nicht sogar der Ring? Keine Ahnung, vielleicht ist das auch Phasing, kann ja auch sein. Aber wir gehen jetzt erstmal zum nächstgelegenen Aliens-Posten. Also nach dem Kataklysmus habe ich hier als Allianz-Expeditionsmitglied sehr viel RP gehabt. Auf dem Office-Server. Und das Lager muss erstmal laden und laden. Aber es sieht auch irgendwie gerade etwas anders aus. Oder ich habe es schon zu lange nicht mehr gesehen. Ja, auf jeden Fall, hier sind wir. Seid vorsichtig. Für die Allianz. Ja. Seid gegrüßt. Hallo General Hetron Dingens Gedöns. Seid vorsichtig. Was kann ich für euch tun? Für die Allianz. Ja, die erste Aufgabe, die wir haben, wir müssen dort hinten den Hügel einnehmen. Vorher müssen wir uns gegen Ignis Grunzer verteidigen und einen Häuptling besiegen. So nach dem Motto, wir besiegen den Häuptling. Und das nennt man eine etwas andere Diplomatie. Also, wie würde Padme sagen, das nennt man aggressive Verhandlung. Genau. Aggressive Verhandlung nennt man das. So, und jetzt hauen wir erstmal den Jungs hier auf die Schippe. Wie gesagt, aggressive Verhandlung nennt man das. Das lädt immer noch auf. So. Grunt, Grunt, komm raus, wir wollen ein bisschen schlachten. Da, Grunt, yay, bam. Ich verstehe sowieso nicht, weiß, die Horden und Allianz bekriegen sich hier gegen Schweinemenschen gleichzeitig. Dazwischen sind noch Donnerechsen, Hyänen und anderen Scheiß. Aber hey, Hauptsache wir bekämpfen uns. No prob, bro. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in den Kampfring da. Was ist das? Der Pandaren ist gekommen, um den mächtigen Säbelschnauze herauszufordern. Ja, ja, komm du mal her, Jüngchen. Ich mach dich hier mal platt, ja? Guck mal hier, 1, 2, komm hier. Wie? Ja, komm du mal hierher, Freundchen. Ich mach dich Kalle. Boah, du mieser Hund, du. Ja, habt nur Angst, ihr kleinen, hässlichen...
Schweinemenschen. Ja, ich habe euch euren Anführer besiegt. Er zittert vor meiner irgendwas magischen Kraft, so. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Ödnis-Typis blatt machen. Und da sind ja auch schon welche. Komm mit. Come on, Floor. Come on. Come on. Wie wäre es mal, wenn mal hier noch ein paar noch mehr kommen würden? Ich will hier mal mit den Quests fertig werden. Was ist denn das hier? Mensch, da. Hallo? Da! Geht doch. Verdammte Axt hier aber. So, und jetzt wird hier noch der Hügel erobert. Feldverteidiger der Allianz. Hurra, Maritz. Da sind sie! Hadoken! Nix hier, hier wird nicht Capture the Flag gespielt, du. Ah. Dum, 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 dum. Yeah, der Berg ist unser. Ja, seht ihr mal, wir sind also schon mal gute Eroberer. Und gute Verteidiger. Mit wenigen Männern haben wir eine Legion von der Horde einfach so umgenutzt. Tja. Kurz Eigenlob. Nein, Scherz beiseite. Oh, was ist denn hier los? Gewehr hoch! Hey, cool. Rechts Schultern anlegen! Präsentiert das Quer! Meine Herren, töten ist unser Geschäft und das Geschäft brummt! Rührt euch! Wie geil!
begrüßen. Töten ist unser Geschäft. Ja. Siehe den Ehren. Herrlich, herrlich sowas. Oh, die behalten wir auch. Das Licht segne euch. Ich bin so manchmal so Rom-versessen, oder halt allgemein Transmog-Sachen versessen. Das Licht segne. So, tschüss, so. Und da haben wir noch eine Quest. Seid vorsichtig da draußen. Ey, der hat eine coole Stimme. Löwe des Brachlands getötet. Okay. Aber wir sind ja jetzt bei Minute 16. Und genau den Ding müssen wir töten. Deswegen machen wir mal ein bisschen hin. Ich will eigentlich noch 36 werden. Ich meine, ihr wollt ja auch mittlerweile, wollt ja bestimmt auch, dass ich mal so langsam in die Push komme. Aber ich glaube, ich lasse mich diesmal einfach viel zu sehr wieder faszinieren vom Spiel. Das ist nicht gut. Auch wenn der Char keine Zukunft haben wird. Nein, er wird keine Zukunft haben. Er wird einer der wenigen weiteren 90ern werden, die auf meinem Account rumgammeln dürfen. Nee, keine Ahnung, mal schauen. Wird sich zeigen, ne? So, wir müssen da die Plünderer kaputt machen und Geheiminformationen beschaffen. Ja, Torayo, also dieses Camp, war ja damals echt ein guter Ort gewesen. Also ich war dort sehr gerne. Und als das in Cataclysm halt zerstört worden ist, da habe ich mir nur gedacht so, what the fuck? Warum? Weil, ich meine, okay, anfangs gab es ja zum Beispiel keinen Flugpunkt dort. Anfangs. Später wurde das dann geändert. Und, naja. Ich finde das schade eigentlich, weißt du? Dass es hier so zerstört ist halt. Und ja, also das hier geht schon so ein bisschen zu weit, finde ich. Eigentlich war das hier auch kein militärischer Posten gewesen, sondern war nur ein stinknormaler Zivilaußenposten für Handel und so. Und ja, der Stacheleber ist weg, fällt mir auch gerade auf. Sie sind verhaftet. Ich glaube, jetzt haben wir die Quests. Ach nee, warte mal. Ah, fuck. Hallo. Hallo. Schönen Tag auch. Ich soll die ja verhaften. Anfangs hieß es ja noch. Da fuck! Nee, ich glaube, ich kenne das nur von Hornseite aus, wo man die. Ich glaube, nicht verhaftet, sondern tötet.
Essen wir mal was. Das ist das erste Mal, dass ich das esse und was trinke. Mach die Fliege, es sind die Bullen. Herrlich. Wie geht's? Schönen guten Tag. Man sieht sich. So, ihr seid verhaftet. Ich kann dich nicht vorbei finden. Was kann ich für euch tun? Ja, ich weiß, ich bin Lowlife. Hallo? Hallo? Da ist ja noch einer. Hallo, auf dann. Ich bin fertig außerdem. Hallo. Tschüss. Ja. Ich glaube, wenn ich die Quest abgebe, habe ich mein Level up erreicht. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwie ist das Ding voll klein. Ich sollte das mal größer stellen. Erfahrungsleiste, kann ich die skalieren? Ja, ah, das finde ich gut. So. Dumm, die dumm, die dumm. Braucht ihr Hilfe? Ja. Für die Allianz. Sie kriegen Informationen. Hier. Sie kriegen Verhaftungen. Was kann ich Yay. Für die Allianz. Eiserne Ader, ich glaube, das ist Spec-Buff. Ist der eigentlich immer noch so stark, wie er immer war? Zaubertempo, aha, 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 aha. Ich guck gerade mal. Skillung, Spezialisierung. Ne, das kriegt man automatisch, aber okay. Ich glaube, damals hat man Eiserne Ader nur über Spec bekommen. Ja, wir werden eine Sturmschnute. Also das mache ich jetzt noch. Wir suchen hier nach hässlichen Viechern. Und warum das da hinten schon wieder weg ist und so schlecht lädt, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil Umgebungsdetails auf niedrig ist oder so. Oh, wie süß, Level 10. Ich hab das, glaube ich, noch gar nicht. Nein! Nein! Ich will den! Gib mich! Das ist so ein Guffel. Los, beiß es! Was? Ach komm, stirb. Okay, oder doch nicht? Was? Der kann sich heilen? Wir sollten ihn schnell fangen. Wir sind trotzdem stärker als er. Ja, ja, komm, so ein paar Bisse. Ja, hier. Tut mir leid, Freunde, da musste ich mal kurz machen.
Weil ich mag diese Giraffe eigentlich. Otter, Präriehund, Wasserelementar. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Da musste ich mal ganz kurz Pokémon spielen. Let it rip! Ach nee. Du bist dran, Wasserelementaro. Let it rip, das war doch Beyblade hier. Sag mal schnell. Jetzt erinnere ich mich auch auf der letzten Party, da wollte ich noch jemanden. Ich habe ja noch einen von diesen uralten Beyblades, die aber etwas seltener waren. Diese. Da wollte ich eigentlich jemanden noch zeigen, dass ich den immer noch hab. Aber an den Trend erinnert sich aber auch eigentlich kaum noch jemand heutzutage. Ist halt wie alles damals so. Lass mal sammeln. Da ist noch eine Sturmschnauze. Come here to me und ich will dein Essen. Das ist auch unlogisch, ja. Ich soll nämlich frische Sturmschnauzen-Stacks, ja, besorgen. Und das ist wieder so eine Quest, wo ich mir nur denke, what the fuck? Ich meine, das sind Steaks, ja. Die schneidet man aus dem Fleisch des Tieres heraus. Und warum hat das denn nicht eine hundertprozentige Drop-Chance, währenddessen es Quests gibt, wo Tiere Schwerter droppen? Aber das 100%. Ihr merkt schon, sehr, sehr unlogisch manchmal. Verschwendet nicht meine Zeit. Aber gut. Ja, koch du, Mann. Und ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Ich guck mal, ob ich mich hier irgendwo ausruhen kann. Da ist ein Gemischtwagen. Nee. Also ich werde mich hier nochmal umschauen und ob ich hier noch irgendwo Erholungsbuff kriege. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen guten Tag und wünsche euch noch viel Spaß in der Welt von Warcraft. Bis dahin, haut rein und schaut das nächste Mal wieder zu, wenn es heißt Let's Play World of Warcraft hier bei Milo TV. Ciao. Ba-bau.